1530er Jahren ist dies die standardisierte Sprachformel für verunglückte Bergleute. Unter den Nationalsozialisten wird sie geradezu inflationär verwendet. Gleichzeitig wird jetzt eingehämmert, dass das Leben an sich nicht der höchste Wert ist. Der Tod im Beruf ist eine Vorübung auf den geplanten Krieg. Bitte studieren Sie gleich beim Rundgang die Zitate aus dem Grubenunglück auf der Zeche Hansemann 1935 mit 17 Toten. Ganz offensiv wird ein Zweiklang von dem Helden auf dem Feld und dem Helden auf dem Feld der Arbeit intoniert. Damit ändert sich auch die Formensprache der Denkmale. Die Zeit der trauernden Bergleute mit zerbrochener Lampe ist passé. Die Epoche des Dritten Reichs zeigt muskulöse Körper und unerschrockene Gesichter, die dem Tod direkt ins Auge schauen. Wir haben für Sie in Abteilung 2 eine Figurengruppe der Denkmale, des Denkmals der Opfer von der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen von 1937 mit 15 Toten ausgewählt, die fotografisch dokumentiert ist. Immer mehr wurden die Toten zu Helden im Zeichen von Schlägel und Alben. Und damit wird in der Epoche des Nationalsozialismus auch endlich der verhasste soziale Konflikt eingeebnet. Der Tod wird nicht länger hinterfragt. Ein Denkmal für gefallene Bergleute von imposanter Größe und Aussage hätten wir Ihnen heute gerne im Original gezeigt. Das Denkmal stammt von der Zeche Ickern 1-2 in Castrop-Rauxel und ist den 180 Gefallenen dieser Schachtanlage gewidmet. Es ist eines der ganz wenigen Denkmale für die Gefallenen, die noch erhalten sind. Die friedensbewegte Epoche der späten 60er und 70er Jahre, von denen Herr Gebhardt gerade sprach, fiel zusammen mit dem Strukturwandel und dem Abriss zahlreicher Schachtanlagen. Man hat damals stillschweigend viele dieser Objekte entsorgt. Helden von 1914 passten nicht in diese Zeit. Heute können wir Ihnen nur einen Platzhalter dort zu sehen zeigen. Und das Objekt, das Originalobjekt, kommt erst Mitte Juni in unsere Schau. Und es ist wirklich so überwältigend, dass ich Ihnen den erneuten Besuch dieser Ausstellung dann dringend empfehle. Die Tafel ist wie viele ihrer Art erst weit nach dem Ersten Weltkrieg entworfen und eingeweiht worden, erst 20 Jahre später, 1938. Es ist ein beeindruckendes Objekt der nationalsozialistischen Epoche, das nonverbal die Gefallenen vereinnahmt. Ähnliches sehen wir auch auf einem noch erhaltenen Wandrevier der Zeche Hansemann. Diese Toten sind nicht nur für Volk und Vaterland gestorben, gefallen, sondern stehen posthum als Helden für den Sieg der nationalsozialistischen Bewegung, wie es auf der Feier zur Einweihung am 1. Mai 1938 unzweideutig hieß. Hier tritt das traditionelle Symbol Schlägel und Eisen sogar zurück hinter das Hakenkreuz, das natürlich nach 1945 wieder durch Schlägel und Eisen ersetzt wurde. Wir danken dem Stadtarchiv Castrop-Rauxel als Eigentümer des Objektes und dem Kulturzentrum Agora in Castrop-Rauxel, das das Objekt ausstellt und bewahrt. Und ich weiß, dass es ein bisschen gebraucht hat, bis die Vorstellung, dass das Objekt für 3 Monate hier stehen könnte, gegriffen hat. Wir bedanken uns aber ganz herzlich bei der griechischen Kulturgemeinde, die den Weg freigemacht hat, und beim Stadtarchiv Castrop-Rauxel, dass sie uns helfen werden, dieses Objekt ab Mitte Juni dann hier zu zeigen. Früher war es leider nicht möglich. Meine Damen und Herren, zu unserer Ausstellung gehört auch der Blick auf die Hinterbliebenen. Damit verbindet sich die Frage, wie haben die Angehörigen das erlebt? Wie haben Rhetorik und Ritual auf sie gewirkt? Fühlten sie sich getröstet? Gaben sie jedem Antwort auf ihre Not? Wir versuchen seit langem, Angehörige dazu zu befragen, doch das Thema reißt alte Wunden auf und wir haben niemanden gefunden bisher, der vor laufender Kamera darüber sprechen wollte. Doch wir zeigen in Abteilung 5 einige Dokumente, die Lebenswirklichkeit nach Kriegstod und Tod in der Grube dokumentieren. Dazu gehören die schriftlichen Lebenserinnerungen einer 90-jährigen Frau, die die von äußerster Not geprägten Lebensverhältnisse erinnert, als ihr Bruder, die einzige männliche Stütze der Mutter im Ersten Weltkrieg, fiel. Die Wohnung der Bergbaugesellschaft musste geräumt werden und
die kleine Rente reichte nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Ähnlich erging es einer jungen Kriegerwitwe aus Bottrop, deren Witwen- und Waisenrente etwa die Hälfte des Bedarfs deckte. Sie arbeitete im Krieg auf der Zeche und ihre Enkelin berichtet in unserer Schachthalle von dieser Zeit. In den schlichten, fast kargen Worten berichtet ein alter Bergmann der Zeche Zollern 2.4 vom Tod seines Schwiegersohnes im Zweiten Weltkrieg in einer Art Tagebuch, einem Dokument, das ein Objekt von größter Rarität ist. Zitat: Wir haben alle geweint, am dollsten die Sophie, seine Tochter. Die Tragödie ist trotz oder gerade wegen der kargen Worte spürbar. Die Familien verloren keinen Helden, sie verloren einen Mann, einen Vater, einen Sohn, einen Bruder, der fast immer im tragenden